Liebe Freunde des Kochens, heute bereiten wir Pfannkuchen vor. Dazu benötigen wir Eier, Mehl, Milch, etwas Öl, Zucker, Salz, Vanillezucker und etwas Backpulver. Jetzt nochmal die ganzen Zutaten zusammen vermischen. Wie ihr sehen tut, der Teig ist bei mir nicht zu flüssig, aber auch nicht zu dickflüssig. Das wäre optimal für sehr dünne Pfannkuchen. Wenn ihr zum Beispiel etwas dickere mögt, dann würde ich auch ein bisschen mehr Mehl dazu. Nun habe ich jetzt meine Pfanne hingestellt zum Erhitzen. Natürlich auch etwas das restliche Öl. Wir brauchen nicht viel, das heißt, es muss nur wirklich so eine leichte Schicht drauf sein. Weil wir tun wir sowieso das überschüssige Öl durch wieder raus. Das brauche ich nicht zum Braten. Was ich noch zum Beispiel vergessen habe euch zu sagen, wir brauchen noch Butter. Butter ist dafür da, um die Pfannkuchen zwischeneinander Schichten zu beschmieren, damit sie nicht kleben bleiben. Nun ist meine Pfanne erhitzt. Jetzt nehme ich einen Schöpflöffel. Durch rein und am besten, wenn ich es jetzt zum Beispiel mache, durch sie immer kippen. Dann durch von oben und dann drehe ich entsprechend die Pfanne mit. So. Dann habe ich, wie ihr sehen tut, ein sehr gleichmäßiges Pfannkuchen. Dann lasse ich jetzt eine Minute, eineinhalb, zwei drauf. Aber das sehe ich dann hier später an den Rändern. Sobald sie etwas braun werden, bedeutet, muss ich sie umdrehen. So wie ihr seht, hier sieht man auch schon jetzt an der Kante, dass die abgehen tut. Jetzt wird die Zeit, sie umzudrehen. Man kann auch ein bisschen länger warten, werden sie ziemlich braun. Wenn man die jetzt zu früh macht, reißen sie ab. So seht ihr, komplettes. Komplett aufgehoben, ohne dass angekratzt ist. Zack und fertig. Von der anderen Seite mache ich genauso 1 bis 2 Minuten, reicht vollkommen aus. Man kann auch ein bisschen drauf gehen, kriegt schönere Farbe und schönere Muster von der anderen Seite. So sieht es nämlich aus. Man kann sie jetzt durch mit der Hand. Ist ein bisschen hell, lassen wir nochmal ein bisschen drauf. Nun sind sie fertig, holen wir raus, legen wir auf den Teller. Als nächstes, was ich einfach machen tue, nehme ein Stück Butter, tue das einfach kurz drüber streichen. Am besten, wenn sie jetzt frisch aus dem Kühlschrank kommt, dann tut es bloß ein bisschen abgeben, was sie braucht, mehr nicht. Und dann machen wir den restlichen Pfannkuchen weiter. Nun sind meine Pfannkuchen fertig, schauen halt so aus, sind auch schon, wie ich gesagt habe, ziemlich dünn, man merkt es hier, sieht man sogar den Schatten. Also, liebe Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen hoch, wenn ihr irgendwelche Anregungen habt oder Kommentare, schreibt mir die in die Kommentare rein, ansonsten wünsche ich euch guten Appetit, bis zum nächsten Mal, ciao.